Los geht's. Ich glaube, wir sind Jetzt sind wir schon hier. da. Auf dem Internet. Im Internet, auf Facebook, in der Dachgruppe. Yay! Juhu! Hallo, hallo, hallo! Hallo, liebe Sonja. Hallo, lieber Max. Hi. Hallo! Genau. Ich freue mich, dass wir uns hier heute zusammenfinden. Ich auch. Zu Ich auch. dem Thema, warum eigentlich ein Entitätenkurs? Weil wir haben in fast schon, keine Ahnung, 1,5 Wochen, 2 Wochen, einen Entitätenkurs in Hamburg in der Villa der Möglichkeiten. Und Sonja war so verrückt, den zu wählen. In Hamburg und online ist der Kurs, sagen wir mal. Also das Stimmt. geht viele Leute an. Du musst nicht in Hamburg sein, aber es wäre besser, wenn du in Hamburg bist. Sonja wird in Hamburg sein. Auf jeden Fall. Ja, ich Genau. freue mich. Ja, also ich bin auch ganz interessiert. Warum hast du den Kurs eigentlich gewählt? Weil ich, also es ist so, dass ich nicht anders kann. Ich habe das ein Jahr versucht, ihn nicht zu wählen. Oh, cool. Ja, und es ist immer wieder, lande ich da drauf. Ich bin zufällig über Access gestolpert und dann direkt, also so, ich bin hingefallen über Access und mit meiner Nase in das Buch von Shannon O'Hara. Also ich habe dann Hoffentlich hat als es nicht weh erstes, getan. ja, das war so das Erste, so das erst war Access und komischerweise bin ich gleich so zack an Access vorbei, zack rein in dieses Buch gefallen und dann habe ich beide Bücher gelesen, die sie geschrieben hat, also Entitäten und sprich mit den Entitäten und von da an war ich einfach verzaubert und ich habe das dann in meinem Alltag immer wieder gefunden, was da drin auch steht, diese, ja, wie, ja, alles, was da drin ist, Cool. was sich so bewegt, neben dem, was man sieht, so was man daneben noch alles wahrnimmt und was mitmischt. Und wenn ich das mit einlade in meinen Alltag, wie viel leichter mein Alltag ist. Ich bin ja Puppenspielerin und spiele mit Kindern, also oder viel für Kinder, aber auch für Erwachsene. Und wenn ich davor die Entitäten kläre, sozusagen in den Räumen und die andere mitgebracht haben, dann das ist so unfassbar, was für eine Erfolge ich habe damit. Oh, Wie viel wow. schöner diese Vorstellungen laufen und wie viel mehr ich die Kinder mit mal wahrnehmen kann, weil die direkter zu mir kommen. Und das hat mich so begeistert. Und dann dachte ich, okay, das reicht mir. Und dann habe ich gedacht, man muss einen Foundation-Kurs machen, um einen Entitäten-Kurs zu machen. Dann habe ich den ja gemacht. Und. Man muss eigentlich keinen Foundation-Kurs haben. Den Anfangskurs von Sprich mit den Händen zu machen, aber du wolltest den auch machen, also das war gut. Anscheinend wollte ich den machen. Anscheinend wollte das doch den anderen Weg gehen. Und das ist Ja. jetzt ungefähr fast ein Jahr her. Und dann dachte ich, okay, das war auch richtig cool. Es war super cool. Hat mich mein Leben auch nochmal ganz doll verändert. Und okay, dann war es das. Aber ich kann einfach nicht anders als immer wieder komme ich auf diese Entitäten und immer wieder merke ich, dass das da ist. Dann denke ich wieder, ach, du kannst das gar nicht. Ja, So, ich cool. sehe das Ganze, Also das ist alles Einbildung. Aber immer wieder ist dieser, das da, dass ich merke, nein, es ist alles wahr, es ist da und ich möchte noch mehr darüber wissen. cool. Kein schlechter Grund. Ich kann nicht anders, würde ich sagen. Ja, wow, und du hast ja auch schon mega Erfahrung gemacht. Also würdest du sagen jetzt, also du hast ja dann auch einen Vergleich, ne? Wenn du sagst, okay, ich mache diese Puppenspiele und ich habe das gemacht eine ganze Zeit lang und jetzt habe ich das mal ausprobiert. Was ändert sich, wenn ich die Entitäten kläre? Dass du wirklich da auch einen Unterschied merkst? Es ist wirklich, ja, es ist wirklich so erstaunlich, weil ich eine klarere Kommunikation habe mit den Kindern.
und ich das die direkter wahrnehmen und auf die eingehen kann. Cool. Und so ein, so wir gemeinsam kreieren dadurch. Wow. Wie ich mit den Kindern gemeinsam kreiere. Davor war ich ganz oft ganz doll geschafft davon, weil ich immer das Gefühl hatte, ich mache das alleine. Und mit Mal habe ich gemerkt, da ist so viel dazwischen. Und wenn ich mich vorher damit beschäftige und das kläre und mich selber kläre, und dann ist das so großartig auch für die Kinder. Es ist für mich nicht mehr so anstrengend. Es kommen ganz tolle Dinge raus. Es ist auch für alle Erwachsenen, die mit drin sind, viel schöner, wenn wir so ein geklärtes Verhältnis haben. Wow. Cool. Ja. Und was für ein Geschenk für die Kinder auch. Also wie viele Leute haben sie eigentlich in ihrem Leben, die das Bewusstsein haben und die Wahl treffen, mit Entitäten auch zu inkludieren und umzugehen, dass es für alle das leichter macht. Das ist ein ganz cooles Geschenk, würde ich sagen. Und gerade mit Kindern ist es ja auch viel leichter, das ins Leben zu rufen. Es hat mich tatsächlich dazu gebracht, also ich bin ja Puppenspielerin, und mein Weihnachtsstück dieses Jahr mache ich nur aus Wäschestücken an der Wäscheleine, erzähle ich. Und das ist durch dieses Entitätengewahrsein gekommen, weil ich mit Mal, ich habe es schon als Kind alles belebt. Oder ich habe es nicht belebt, es hat immer alles für mich gelebt. Und es ist jetzt noch so. Ich hatte gerade eine Diskussion mit meiner Tochter, weil sie eine neue French Press wollte. Und ich gesagt habe, oh, ich kann keine neue kaufen, wenn die alte nicht kaputt ist. Wie soll ich dir das denn erklären? So. Und jetzt habe ich ein Stück gemacht, nur aus Wäschestücken. Und viele Erwachsene sitzen ganz lange da und sagen, ich sehe keine Kuh. Und damit mal so sehen sie auch die Kuh, aber da hängen nur Pullover dran an der Wäscheleine. Und die sehen eine Kuh und ich sehe eine Kuh und die Kinder sehen sowieso eine Kuh. Und das ist alles durch die, das ist alles von diesem Entitätengewahrsein, den ich jetzt habe, gekommen. Der macht mir das Leben so viel lustiger. Wow. So cool. Das ist so lustig. Ja, wow. Und du warst auch, wie lange war das jetzt her? Was, vier Wochen, wo ich in Hamburg letztes Mal war, haben, sprich mit den Entitäten, Intro-Kurs gemacht? Drei, vier Wochen sowas, oder? Ja. Warst du auch dabei? Also hast du was gemerkt? Ich bin nur persönlich interessiert, weil das war dein erster Intro-Kurs, oder? Oder dein zweiter? Es war mein zweiter Intro-Kurs. Cool. Aber das hat sich war da was geändert auch? In Präsenz. Ja, hat sich danach auch was geändert, das du wahrgenommen hast? Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt gerade, mir fällt nichts ein, aber ich weiß, dass irgendwas so richtig, wir hatten ja auch diese Kopfschmerzgeschichte, ne? Ja. Die da war. Und das ist etwas, was ich nehme jetzt, also dadurch, dass ich diese Kopfschmerzen bekommen hatte und du mich darauf hingewiesen hast, es könnte theoretisch ja auch von der Entität kommen, kann ich tatsächlich jetzt mehr wahrnehmen, so körperliche Symptome. Ich merke manchmal so an meiner Schläfe so ein Drücken oder sowas, das habe ich vorher gar nicht wahrgenommen. Ich bin sensibler auf meine, auf meine sensorischen, oder wie nennt man das, auf meine Körperreaktionen geworden. Ja, also die Entitäten, Symptome, kann man sagen, oder auch Signale. Ja. Weil die sind eigentlich ganz, wie sagt man jetzt, subtle? Subtil. Subtil. Genau, die fangen ganz subtil an, die Wahrnehmungen. Also nicht nur mit Entitäten, aber mit allem. Die Wahrnehmung fängt ganz subtil an. Und dann, wenn man nicht das acknowledged. Ignoriert? Nee, wenn man das nicht wahrnimmt, oder? Ja. Ja, und ignoriert und nicht so, das ist meine Wahrnehmung. Und dann wird es stärker und dann wird es stärker und dann wird es stärker. Und das ist ganz cool, wie du das jetzt wahrnimmst, dass du mehr sensitiv wirst. Aber das ist eigentlich, dass du jetzt, du nimmst die Wahrnehmung einfacher wahr.
Und dann darüber kannst du auch was ändern oder wählen oder Fragen stellen, was immer es ist, und es auch ändern. Also das ist dann ganz einfacher, dass es nicht so stark kommen muss, würde ich sagen. Ja. Ja, und es ist so, dass man ja auch ein bisschen Ehrfurcht davor hat. Also ich jedenfalls auch denke so, oh, wie werde ich damit umgehen können, wenn irgendwas, wenn irgendwas auftaucht, was nicht so ist, wie ich mir das wünsche. Das kann ja auch sein. Ja. So, und dass ich habe aber durch diesen Intro-Abend so eine Leichtigkeit damit bekommen. So dieses, so ein Gefühl von, ach, das kann gar nicht passieren, dass irgendwas auftaucht, mit dem ich nicht umgehen kann. Ja, cool. Und was ich auch an den Kursen cool finde, ist, man muss das auch nicht im Kopf jetzt haben. Also von dem Kurs kannst du auch weggehen und die Energie ist anders. Und die Energie, wie du die sein kannst und die du wahrnimmst, ist dann anders von dem Kurs. Und dann kannst du, das muss nicht ein Kopfding sein. Das ist auch ganz cool, finde ich. Das finde ich auch. Dass es sogar eher nicht im Kopf ist, sondern dass das so ganzheitlich ist. Ich bin immer so dafür, so alles mit einzubeziehen. Und wenn du durch die Natur gehst, dass ich so runterfahre, das gibt mir so eine Ruhe in meinem Körper, in meinem Sein sozusagen. Und durch diese Ruhe, die ich habe, kann ich auch empfangen, was um mich rum ist. Das ist ja das Gleiche wie mit den Kindern. Ich empfange diese Kinder jetzt, weil ich nicht nur sende, obwohl ich diejenige bin, die spielt, habe ich so eine Ruhe, kriege ich in mir, und so eine Konzentration, weil alles so geklärt ist, und dadurch empfange ich die Kinder, ich empfange die Natur und habe dadurch manchmal auch so schöne Erlebnisse. Ja, wow. Ja. Sehr cool. Mhm. Ja. Total schön. Ja. Ja, was, wenn es da auch wieder darum geht, wow, wie sehr können wir auch Entitäten empfangen, mit ihnen kreieren, und ja, cool, echt vielen, vielen Dank. Ja, und was ich auch eigentlich finde, ist, wenn ich mit den Entitätenwerkzeugen mehr umgehe, und dann ändert sich viel anderes in meinem Leben auch, weil das so ähnlich, also mit Geld, sag mal, wenn du mit Entitäten jetzt mehr empfangst, die Wahrnehmung, die Energien, dich selber, dann mit Geld ändert sich das auch für mich. So, weil ich jetzt mehr empfange mit allem. Man kann nicht nur, also ich empfange jetzt das und das und das, aber nicht anders. Wenn du mehr empfangst oder empfängst, dann empfängst du mehr von allem. Ja, das ist auch ganz cool. Also mein Entitätengewahrsein hat dann mein anderes Gewahrsein auch erhöht und größer gemacht. Ja. Weil ich habe mit den Entitäten auch so angefangen, dass ich habe kein Entitäten-Ding in meinem Kopf gehabt davor. Ich habe die Shannon getroffen und dann habe ich halt Entitätenkurse gemacht, und dann ist es mir so gekommen, oh, ich probiere mal die Tools jetzt, weil mir geht so, wie sie es gerade beschreibt, genau. Und dann ist es sofort hat sich's geändert, die Energie, die ich wahrgenommen habe davor. Und dann ist es wieder passiert und dann mit dem anderen Werkzeug und so weiter. Und denn so habe ich dann mein Entitätengewahrsein gebildet, weil davor habe ich überhaupt keins gehabt. Also die Sonja spricht darüber jetzt so viel schöner und mehr größer und experienced, als ich, wie ich angefangen habe, habe ich null gewusst oder gehabt da in dem Feld. Das ist ganz cool. Ja, ich hatte das tatsächlich, dass meine Heizung immer ausgefallen ist. Und dreimal hintereinander, immer im Winter, immer kurz bevor ich eine Premiere hatte, und ich hatte kein warmes Wasser, dass ich vor meinen Premieren duschen konnte. Und da habe ich jetzt auch mit der Heizung gesprochen. Es ist aber schon ein bisschen länger her. Und tatsächlich fällt die nicht mehr aus. Ich habe wirklich so, okay, hier, mein Haus ist gebaut im Garten meiner Mutter.
Und ich habe gedacht, auf ihrem Spargelbeet. Und ich habe gedacht, hier sind Bäume weggegangen, hier sind Haustiere begraben, hier ist irgendwas. Ich setze mich jetzt zu meiner Heizung und frage, was ist das Problem hier? Und dann habe ich festgestellt, ich mag das, ich sage das jetzt öffentlich, ist mir fast so darüber zu reden, da ist ein Hund begraben worden. Und dieser Hund hat da immer zwischengefunkt. Und seit ich mit dem geredet habe und den, das ist ja diese, du kriegst ja diese Werkzeuge, wie du damit umgehst, aus diesem Kurs. Und seit ich mit dem so den geklärt habe, du kannst auch Hunde klären sozusagen, da geht meine Heizung einwandfrei. Und das war so, und ich war so gerührt. Das war so ein schöner Moment. Und das ist so schön zu wissen, dass die alle da sind und dass man denen helfen kann. Und dass das dein Leben auch verschönert. Ja, oh, wow. Genau. Danke, danke. Das ist echt immer, ich kenne das auch. Ich habe das tatsächlich auch mit meiner Heizungsanlage gehabt. Und ich habe ja auch gerne mal meine Technikentitäten, die immer mit mir spielen. Und ich kann auch nur sagen, wow, dieses Entitätengewahrsein hat mir im Grunde schon so viel Geld gespart, weil ich nicht auf die Idee komme, die Dinge neu zu kaufen, wenn sie so tun, als wenn sie kaputt sind, sondern weil dann einfach andere Tools da sind, die ich erstmal ausprobiere, die bisher immer super funktioniert haben. Das ist total witzig. Schon alleine durch die Liebe, die man den Dingen dann entgegenbringt, bleiben die ja auch heil. Mhm. Und das ist nachgewiesen, dass sich die Welt verschönert, wenn man sie liebt. Pflanzen, Menschen. Ja. Ja, was für ein Geschenk. Ja, total. Ja. Und ich finde, das geht alles damit einher, mit so einem Entitätenkurs, diese Liebe für alles zu entwickeln. Das ist da alles für mich mit drin. Ja. Ja, ja, total. Ich meine, ich hätte so meine Heizungsanlage sonst nicht beachtet. Das ist halt eine Heizungsanlage, die irgendwie mir, wie auch immer, ja, die halt irgendwie funktionieren muss. Aber auf die Idee, mit meiner Heizungsanlage zu sprechen, wäre ich sonst auch nicht gekommen. Und das ist natürlich schon irgendwie was ganz anderes. Ja. Auch wenn ich da total verrückt bin. Aber ja, das ist einfach ein anderer Umgang mit diesen Dingen. Ja, total. Und wie viel vollständiger fühlt man sich selber auch? Ja. Ich muss auch sagen, mit mechanischen Sachen geht es viel einfacher für Frauen. Für Männer ist es nicht so einfach. Okay. Hat der Gary auch schon mal. Die sind wahrscheinlich zu sachlich. Gesagt. Wow, was gibt es da noch alles zu entdecken? Was aber, können Männer aber, besser? Aber das Ding, wie du mit dem Hund gesprochen hast, das ist auch ganz, das ist ohne mit Entitäten umzugehen und sie zu inkludieren in deinem Sein und Tun und was immer und Kommunikation, kann man damit nicht umgehen. Aber wenn du bereit bist, mit denen alles, mit allem in Verbindung zu sein, so, alle sein, alle Sachen und so weiter, ist da so viel mehr möglich. Ja, ich habe das auch schon mal gehabt mit Entitäten, wo sie dann, also mit Technologien, so Probleme kreieren und dann einfach mit ihnen auch manchmal nur empfangen und kooperieren, kann das Ganze sich ändern. Also ich habe es viel mit Livestreaming und so, natürlich für Access-Kurse und mit Shannon und so weiter. Öfters haben wir mit Technologie Sachen, die da los sind. Dann ändern wir nichts. Also letztes Mal war es so, wir haben empfangen und kooperiert und dann 5 Minuten später ist es dann gegangen. Wir haben nichts geändert. Nee. Aber das ist so ein, da kommt das Kooperieren rein, das Vierte. Also das sind, die Shannon sagt immer, das sind nur 4 Sachen, die man mit Entitäten machen kann. Also klären, da hat die Sonja schon mehr darüber gesprochen. Kommunizieren, das wisst ihr wahrscheinlich alle. Empfangen. Das ist ein größeres Thema. Und kooperieren. Auch ein größeres Thema, weil das in dieser Realität ist es nicht oft eine Wahl, die Leute machen, empfangen oder kooperieren. Ja? Die machen, ich will so, ich will so, ich will so. Oder hier ist mein
Sichtpunkt und so muss es sein. Aber wenn man dann mehr inkludiert, inklusiv von den Entitäten, kann es eine ganz andere Realität sein. Und du sagst es so cool, Sonja, auch deine Erfahrungen damit und wie du damit umgehst, das ist so ein Geschenk. Und deswegen eigentlich liebe ich diese Kurse so viel. Also alle Access-Kurse, aber spezifisch auch, also Sprich mit den Entitäten ist ein sehr spezifischer Kurstyp, weil das so viel mehr kreiert, was die Leute sein danach und was da möglich ist. Das ist so cool. Ja. Und es gibt ja auch gar nichts Vergleichbares. Es ist so, das hat so ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist so ein großartiger Kurs, weil du so Dinge lernst. Wer bringt dir das sonst bei? Dir das abzugewöhnen, das können alle, aber dir zu sagen, so, ja, das geht, das gibt's. Wo willst du es sonst machen? Ja, mit so einer Leichtigkeit auch. Ja, genau. Ja, mit so einer Leichtigkeit und eben auch so pragmatisch, ne? Wollte ich auch gerade sagen. Genau. Ja, denke ich auch. Wurde schon öfter gefragt, ob der Kurs auf Deutsch stattfindet. Ja, der Kurs findet auf Deutsch statt. Der Max kommt in Hamburg und Max Deutsch auch. Und spricht Max Deutsch, genau. Und richtig gut. Wir haben es schon gehört. Danke sehr, Sonja. Danke. Genau, genau. Und wir starten am 3. abends um 18 Uhr mit dem Intro für 2 Stunden. Da kannst du schon mal reinschnuppern. Und dann haben wir noch den 4. und 5. Januar. Da geht es los um 9:30 bis 17:30. Die beiden Tage, genau, in Hamburg. Und ich finde, für mich, ich muss das noch einmal sagen, weil das ist irgendwie so, ich finde, das ist wichtig. Vielleicht fällt es jemand anders nicht so auf wie mir. Aber ich freue mich unheimlich, dass Max das macht. Ich war auch schon mal online dabei. Und was ich an Max so gut finde, das ist mir online schon aufgefallen, da war das auf Englisch und trotzdem hat man gemerkt, dass er die deutsche Kultur versteht und er hat aber auch die australische und die amerikanische und der bringt so viele unterschiedliche Energien, ballt er in sich und das ist mir bei diesem Introabend in Hamburg so doll aufgefallen, wie sehr mir das auch gefällt, dass jemand uns versteht mit unseren komischen Handhaben und aber darüber lachen kann, weil er auch noch eine andere Kultur lebt und die auch hundertprozentig versteht. Ich meine, das ist 3 in 1. Wo kriegst du das? Ah, super, genau. Ja, wo kriegst du das? Und ein bisschen Japanisch auch damit dabei. Ja, auch noch. Und das ist ja super. 4 für 1. Genau. Ja. Also 4 in 1. Ja. Cool. Danke, Sonja. Cool. Ja, sehr cool. Wow. Ja. Ich freue mich schon riesig auf diesen Kurs. Ja, ja, auch. Cool. Dann sehen wir uns im Januar. Ich sage danke, dass ihr da wart. Cool. Ja, und dann sehen wir uns entweder in Hamburg oder online. Ja. Und dann guten Rutsch. Rutsch gutes neue Jahr, würde ich sagen. Ja. Genau. Ja. Guter Bis Anfang dann. Zum neuen Jahr auch. Ja. Sehr schön, ich freue mich. Ja, bis dahin. Ciao. Bis dann. Ja, ciao.